Und damit wieder GDO, Leute, und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Super Mario Odyssey. Wir schließen heute auf jeden Fall das Wüstenland ab und ja, uns fehlen nicht mehr so viele Münzen, ungefähr noch 16 lila Coins. Und ja, wir müssen noch diese eine Mondfrucht finden, aber das alles in diesem Part. Viel Spaß, wir gehen natürlich auch direkt wieder rein. So, also da oben hatten wir diese, ich weiß gar nicht, doch, die Münzen hatten wir eigentlich gesammelt, nicht die Münzen, die Noten, ne? Ja, ja, das war ja nur das. So, mein kleiner Friend, wir angeln dich weg. Come on. Ja, das sieht so cool aus, ne? So Angeln im Sand. Es sind einfach nur Coins und da Herzen. Oh, und das ist Captain Toad. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, mich in diesem Schlamassel zu begeben. Zum Glück kamst du vorbei. Aber hey, ich habe hier einen Mond unter dem Sand gefunden. Hier, als kleines Dankeschön. Nice, okay, cool. Ah, und hier ist dieser Spürhund. Der gibt uns auch einen Mond. Wir müssen ihm nur folgen. Wo könnten die lila Coins sein? Achso, ne, er grippt aus, okay. Ah, cool, okay. Ja, das ist ein Easy-Mond gewesen. Hm, ah, guck mal an. Da ist noch was. Aber was? Nee. Doch, hier ist die letzte Frucht. Ja, Mai. Okay, sehr schön. Bam, perfekt. Dann warten wir kurz, bis das gewachsen ist. Da ist noch ein Mauxi, da ist das Loch. Da sind drei. Okay, da können wir hochlaufen. Das machen wir, glaube ich, auch mal direkt, weil sonst vergessen wir das nur wieder. Ich habe da so meine Erfahrung mit Sachen, die wir direkt sehen, aber nicht instant holen. Naja, an dieser Stelle mal ein Video von Zelda Adventure Eternal Ages. Da ist es genau das passiert und ich musste eine halbe Stunde suchen, bis ich das, was ich mir am Anfang merken wollte, wiedergefunden habe. Also ja, Leute, holt am besten solche Sachen direkt und wartet nicht damit. Mal so eine kleine Message. Ah, warte mal. Guckt mal an, was hier ist. Hier ist einfach... Oh, was? Mit dem Mauxi. Oh, no. Haben wir hier irgendwo ein Taxi? Oh nein, 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 nein. No! Okay, oh, er respawnt nicht. I killed Mauxi. No! Einfach bremsen. Und dann bam. Oh, am Rand, Alter. Oh, wäre ja irgendwie runtergefallen. Dann, ja, dann wäre es das mit dem Mond gewesen. Aber so... Der dritte der fünf Kaktus. Oh, Mauxi! Und schon wieder habe ich ihn gekillt. Damit. Guck mal, da ist auf jeden Fall auch ein P-Switch. Ich weiß nicht, ob der damals auch schon hier war. Oh, no. Hä, ein Schlüssel? Oh, lol. Das, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Wir jinxen es einfach ein bisschen. Ah, lol. Die Sub-Area haben wir noch gar nicht gemacht. Ah, aber da können noch niemals 12 Münzen jetzt sein, oder? Okay, ich sehe schon mal zwei, aber wenigstens. Und hier gibt es auch sogar eine... Oh. Oh, ja, das ist so ein Mario Sunshine-Ding. Da gab es ja auch diese Sections, wo man Parcours machen musste ohne seinen Düsendings. Ja, ohne den Dreckbag. Genau, also man musste Parcours machen ohne seinen Dreckbag. Das war auch immer echt tricky. Oh. Wo soll denn hier der zweite Mond sein? Ah, da. Okay. Aber nur zwei Coins, Mann. Ey, mir fehlen noch 10 Stück, das gibt es doch nicht. Oh no. Ah, ja, 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 das war nicht gut. That was not good. Aber immerhin kriegen wir hier ein Herz. Genau. So, da haben wir nämlich den auch schon. Aber, boah, diese 10, weißt du, jetzt habe ich die dritte Mondfrucht, wo ich dachte, da muss ich noch ewig suchen, gefunden. Aber jetzt finde ich diese 10 Coins nicht. Oh. Oh, okay. Das ist natürlich ein Unterschied, dass hier natürlich auch frei sind. Oh, jetzt habe ich Angst, dass ich da was übersehen habe. Nein! Ah, shit. Jetzt muss ich wieder von ganz Anfang, ne? Vom Anfang hier. Ja, shit. Okay. Endlich, meine Güte. Immer beim letzten Hindernis hier. So. Perfekt. Dann haben wir es doch mal. 10 freaking Coins. Wo können denn die sein, Mensch? Also wir haben jetzt erstmal unsere drei, lol. Drei Münzen fehlen uns jetzt noch. Oh mein Gott, hier waren einfach... Also erstmal holen wir uns hier den Mond, wollte ich gerade sagen.
beim Brunnen und haben dann noch 4 Coins gefunden. Sehr geil. Aber komm, die letzten 3 Coins müssen dann noch irgendwo in der Nähe hier sein. Also erstmal holen wir uns dann hier auch die 3 Monde. Ne, die gibt's ja jetzt auch. Die sind ja alle jetzt richtig gewachsen. Aber ja, es ist ehrlich gesagt irgendwie... Es ist aber wirklich nicht einfach, die 100 Münzen hier zu finden. Das ist so ein großes Land. Wirklich jetzt. Aber wo können die 3 denn sein? Wahrscheinlich irgendeine Stelle, die auch aufgetaut ist. Was hast du eigentlich zu sagen? Romanze im Wüstenreich, okay. Können wir anscheinend noch holen. Drei freaking Coins fehlen uns noch. Romanze im Wüstenreich. Drei kleine Münzen. Drei kleine Münzen. Wo können die letzten 3 sein? Die 3 sein. Gab es hier noch was? Romanze im Wüstenreich. Wer kann das denn sein? Mal da oben? Nee, das würden die auch nicht machen, oder? Okay, nee. Ist nur. Ah ja, es muss ja dann was sein, was vielleicht... Ah, nein, 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 was aufgetaut ist, ne? Ein Romanze im Wüstenreich. So, wer kann denn noch sprechen mit mir? Die! Ah, ne, da ist ein Gumbas. Ja, Romanze im Wüstenreich macht dann auf jeden Fall keinen Sinn. Doch, das war mit dem Goomba. Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Das ist ja dieses... Oh Mann, da müssen wir mit dem Goomba-Turm arbeiten. Und das ist Romanze im... Ja, ich glaube, das waren diese Missionen. Okay, cool, dann machen wir das. Bauen wir einen kleinen Goomba-Turm. Ich kann mir vorstellen, die sind irgendwo super einfach versteckt. Oh nein. Oh mein Gott. Nein, bitte. Please. Oh mein Gott. Ja. Ja, es hat gepasst. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Leute, wo sind die letzten 3 Coins? Wo? Da, 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 da. Nice. Haben wir den nächsten Mauxi-Spot? Oh, hast du mich mitgenommen, damit ich meine Familie wiedersehen kann? Du hast wirklich ein Herz aus Gold, Kumpel. Komm mich jederzeit besuchen. Nice. Wiedersehen mit Mauxi. Nee, da hinten. Ich sehe sie. Oh mein Gott. Und ich wollte gerade schon aufgeben. Lol. Und da hängen die einfach von der Klippe. Ich wusste, dass irgendwas Räudiges so an der Klippe sein muss. Oh, ich dachte gerade irgendwie, ja, okay, in der Sub-Area muss ich es übersehen haben, aber nein. Einfach, okay, einfach von der Klippe gehen. So, Leute. Oh mein Gott, ey. Wirklich, ey. Oh, gut. Dann, ja. Gehen wir noch schnell schon zum Shop. Und kaufen uns da für die ganzen Coins noch was. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schaut beim nächsten Mal gerne wieder rein. Schreibt einen Kommentar vor allen Dingen auch. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Haut da rein. Geo raus.